Hallo? Idi, bist du dabei? Idi, kommst du dann mit? Ich weiß nicht, ob Idi mitkommt. Ob Idi jetzt mit reinkommt. Das wäre jetzt blöd, wenn Idi draußen verreckt mit meinem Scheiß dabei. Oh krass. Okay, killen wir erstmal den anstürmenden Heranstürmer. Bumm, Kopf verkrüppelt und Kopf entfernt. Er lebt immer noch, krass. Idi, Idi, Idi. Idi, ich muss nachladen. Idi, Hilfe. Okay, Idi hat noch übelst viel Life. So. Lad nach, 3 Jahre lang. Hallo? Hallo? Hervorragend. Habt ihr das gesehen? Aua. Ich spiele so hart auf die Eier. Wapam! Myers! Hey Myers! Hey Myers! Vielleicht sollten sie sich erst um die Kerle kümmern, die versuchen sie umzulegen. Vielleicht. Vielleicht hast du recht. Aber Mike Myers. Ach! Ich nehme wieder all möglichen Scheiß mit. Idi, geht's dir noch? Ist noch alles in Ordnung, Idi? Idi. Idi ist ja noch am Start, okay. Brauche ich nicht. Schnell, ich bin gerade voll. Es geht voll ab, ne? Es geht voll ab. Coca-Cola, so. Der Revolver ist übrigens gar nicht mal so übel, finde ich, oder? Da ist noch jemand. Noch ein Toter. So viel Tote, das ist hier abnormal, Tote. Das ist ja nicht mehr schäme, der Tote da. Also, du bist noch am Start. Mike Meyer. Vielleicht sollten sie sich erst um die Kerle kümmern, die versuchen, sie umzulegen. Ganz ruhig. Ich werde wohl genauer wissen, mit wem ich mich anzulegen habe und mit wem nicht, ja? Boo. Oh shit. We are on the present tire, Teller. Komm mit, Idi. Idi, bist du dabei? Genau, komm mit. Wir müssen kurz hier hoch und abchecken, was es hier so gibt. Und du darfst nicht sterben, sonst bringe ich dich um. Please, Idi, don't die. So, was haben wir denn hier? Leguan-Bissen. Und ein bisschen Munition. Alles mitnehmen. Metallkiste? No. Jet. Die Leguan-Bissen nehmen wir einfach mit. Hundenapf, ja klar. Den will ich natürlich nicht mitnehmen. So. Idi, komm mal her. Idi killt also nicht. Ich bekomme einfach die Erfahrung dafür. Das ist cool. Der ist zu weit weg. So, Cat Eye. Nachtsicht. Cool. Dynamit. Ich nehme die Einschussflinte mal mit und meine bisherige Einschussflinte. Einschussflinte zu reparieren. Da. Achso. Die ich verkauft, ne? Shit. Dann schmeiße ich die sofort. Er braucht sowas schon. Ich bin als noch zu schwer. Ganz genau durchgucken, was ich hier für einen Kack dabei habe. Ich schmeiß den Baseball. Oh Gott, hat der einen hohen Wert. Den kann ich doch nicht wegschmeißen. Leute, wie kommt denn auf so eine Idee? So. Idi, bist du noch dabei? Bitte. Idi. Noch voll. Idi ist einfach voll. Kann ich auch speichern. Ah, aua. So, Idi, du bist voll. Du bist sehr gut. Sehr gut gemacht, Idi. Sehr gut. Du bist ja gut, Idi. Du bist gut, Idi. Was ist denn da? Was ist da? An Feinden. Komm mit, Idi. Wir gehen mal hoch. Und gucken, was es hier so gibt. Nichts. Ach, Wildhunde sind da. Wildhunde. Also bitte, ist ja wohl lächerlich. Just some wild dogs, you know? Wild dogs. Ich überlege jetzt gerade, sollen wir erst noch hier draußen die ganzen Schniedeln und dann in die Zellenblocks gehen? Ja, so machen wir das, ne? Da oben ist noch einer. Komm mal her. Ja.
Ach, da haben sie Schach gespielt. Tja. Diesem Hobby könnt ihr nicht mehr lange frönen, denn ich bin gleich da, um euch zu ficken. Oh. Hallo. Edi, ich brauch deine Hilfe, Edi! Ein hässlicher alter Mann braucht deine Hilfe. Oh, kaum dazu gewonnen. Nein, mein Kalibergewehr eingepackt, wollte ich nicht. Ach ja, komm. Machen wir einfach mal so weiter hier. Hallo? Eigentlich eben noch einer. Ich think he's dead. Ich bin schon wieder zu fett. Ich muss eh was trinken und essen. Wiegen die Stimpacks eigentlich was? Nee. Ja, nehme ich noch ein bisschen einmal schmutziges Wasser gegen die Dehydration und dann noch ein bisschen. Bin ich immer noch zu fett. Eins noch. So, Edi, Achtung. Ich spring hier einfach runter. Yeah. Und da oben haben wir noch einen. Einen kleinen Mann. Hallo, hallo. Das nervt, das nervt. Das sind halt die Wirkungen, ne, von dem blöden. Von dem Alkohol. Von der Sucht. Wenn man da nichts trinkt, die Entzugserscheinungen. Batsch! Ja, ich schieß dir ins Nasenloch und du stirbst nicht! Ja, reicht schon? Du bist so unfreundlich. So, ja, was für eine Waffe hast du dabei? Schniedelwurst? Oh, einen Baseballschläger, um meinen Baseballschläger reparieren zu können. So, dann ist er noch teurer, noch mehr wert. Ja. Was hast du denn hier? Ein Super Stimpack. Krass, wie das aussah. Ultra das fette Teil. Vielleicht ist das ja Instant-Heilung. Der nimmt irgendwo das Gelb. Was ist da? Gelb? Ein Hund, der mir wohlgesonnen ist. Au. Hey. Hey, wurde ich gestummt? Hey, Hannigan. Just stand still, Hannigan, so I can kill you. Please, stand still. My fuck. Ah. Ja, er bleibt wirklich stehen. Er ist so freundlich. Er rennt davon. Stehen geblieben. Hat er sich eben geheilt? Er hat sich geheilt. Komm mit, Edi. Wir müssen ihn mal eben umbumpen. Er hat sich geheilt, diese Drecksau. Du? Du bist ein Drecksack. Weißt du das? Ein richtiger Bonga-Drecksack. Ein Verschissener. Peng! Stehen bleiben. Ah, pop. Ey, wo schieße ich denn hin? Ich schieße wie ihr Frau. Moment mal, Frau, kann ich gut schießen. Ja! Ja, mit meinen Haaren. Puh. Okay, ich habe beim Pulverbanditen einen schlechten Ruf. Das ist natürlich sehr schade, ich finde. Pulverbanditen Wachen-Outfit. Nö. Nö. Not right now, Derek! Jetzt wird's auch schon langsam Tag. Sehr schön. Ey, diese verkackten Entzugserscheinungen. Geh nochmal hier in diesen Zellenblock, denn wir müssen wirklich alles ausräumen. Wir brauchen viel Geld, damit wir in Zukunft auch cool sind. Und vor allem brauchen wir die Erfahrung. Ich hoffe, da sind noch ein paar Schniedelwürste drin. Denn ich muss endlich Überleben auch aufbauen. Hallo. Bumm. Oh, Edi schießt voll daneben. Ich finde Edi. 100er Prezi? Wo denkst du hin? 0er Prezi hat Edi. So. Habt ihr gesehen, wer da eben sich rausgewagt hat? Hier. Der Kader. Oh, Kader, du bist aber kein hübscher Mann. Na los. Oh. Los! Ich schieß voll daneben. Hab ich getroffen? Nee, ne? Edi hat ihn gekillt. Oder habe ich ihm irgendwie einen glücklichen Schuss? Ja! Ein Schlüssel zu Zellenblock B. Wie schön. Oder C oder was war's? Hallo. Schlafe mal eine Stunde, um irgendwelche Effekte, die man vielleicht haben könnte, bis auf das Speichern dadurch zu bekommen. Meines Wissens, beziehungsweise durch die Erfahrung, die sich da jetzt schon aufgebaut hat, wissen wir, dass wir die normalen Effekte, die man beim Schlafen hat, wie volles Life und sowas, volle Erholung, dass wir die nicht haben. Weil wir auf Hardcore spielen. Aha. Aha. Komm schon, endlich Level up. Komm. Eine leere Truhe, das ist aber schön. Eine verschlossene, leere Truhe.
Schlüssel verwenden. Jetzt klappt mir Edi den Schlüssel und rennt weg. Kronkorken. Crown Kicks. Was haben wir hier? Ah, eine leere Metallkiste. Was mache ich denn? Aha. Diagramm. Pulverladung. Pulver. Ja, eine Pulverladung. Ja, gute. Was bringt mir denn dieses Diagramm? Kann ich damit... Ah, dann kann ich hier irgendwas bauen. Ach, diese verkackten Entzugserscheinungen. Ich hab geluscht mehr. Shit, Ham. Zack. Zack, bumm, aus. Also, in diesem Zellenblock waren wir. Da gibt's noch einen Zellenblock. Was ist das denn? Was ist hier denn los? Zellenblock A. Schauen wir mal rein. Raffzahn. I'm not a Raff, Zane. Beim Zustand von 75% funktioniert... Hey. Die macht immer voll die geile Kampfmusik. Genau deswegen liebe ich sie. Halt, stopp! Jetzt rede ich! Batsch! Oh, voll daneben! Edi pimmelt alles weg! Ich muss nichts machen! Edi, du bist so gut. Rasiermesser! Mehr Schaden bei kritischen Treffern. Ach, ist mir egal. Nein. So, ich würde sagen, dieses Dynamit schmeiße ich mal. Genau dahin. So. Wenn ich wieder schnell laufen kann. Bumbatsch Peng. Fallobst. Psycho natürlich. Ich muss den ganzen Kack jetzt naschen, den ich hier dabei habe. Aber nicht die Sachen, mit denen ich was kochen könnte, sondern die Sachen, die. Ah, sowas wie, ne? Junkfood zum Beispiel. Oder kann man mit Junkfood etwa noch etwas kochen? Nein. Wohl kaum. Hallo? Ich will noch etwas aufmachen, damit ich endlich Level Up bin. Edi, bitte. Lass mich hier durch. Hier muss doch irgendwas Verschlossenes sein, damit ich einfach jetzt endlich Level Up bin. Spielergranaten. Ja. Oh, dafür bin ich zu behindert. Juhu. Level Up, ich rieche dich schon. Wie? Ja! Ja! Okay, was brauche ich? Ich brauche eigentlich nichts, ne? Überleben machen wir auf 25 hoch. Mit Dietrich machen wir direkt mal auf 40. Mit Energiewaffen spiele ich nicht. Dann könnte ich die eigentlich noch verhuddeln, weil die habe ich auch noch dabei. Habe ich auch noch im Start. Ah, Feilschen. Medizin. Reparieren. Na gut, Schleichen. Schusswaffen. Sprache. Sprache ist immer gut. Waffenlos werde ich nie brauchen. Wissenschaft haben wir noch 5. So. Und die letzten 2 hauen wir rein in. Falsch. Ah, in Überleben. So. Ach ja, genau. Und jetzt war es das Wichtige. Ich habe das letzte Mal noch gesagt. Intensives Training. Können Sie. No. No, no. Langzeitgedächtnis. Nee, nee. Kannibale wollten wir auf jeden Fall machen. Und mit dem extra Verständnis erhalten Sie den doppelten Bonus durch Magazine und einen zusätzlichen Punkt durch Fertigkeitsbücher. Das wollte ich haben. Beschützerinstinkt, Ihren Begleiter zu absolvieren, wenn Sie ihre Treffpunkte, wird die Schadensresistenz Ihrer Begleiter vorübergehend und nicht erhöht, naja. Bleimagen. Mit dem extra nehmen Sie beim Verzehr von verstrahltem Lebensmittel 50% weniger Strahlung auf. Auch nicht schlecht, blutiger Tod. Mit dem extra blutiger Tod explodieren Charaktere und Kreaturen, die sie töten, oft in einer roten Matschwolke voller Gedärme und Augäpfel. Was für ein Spaß. Oh, und außerdem fügen sie mit allen Waffen 5% zusätzlichen Schaden zu. Okay, da kann man fast nichts dagegen, spricht fast nichts dagegen, dass ich das wähle. Härte. Mit dem extra Härte erhalten sie +3 auf alle. Okay, Revolver. Mann, wenn sie eine Pistole oder ähnliches. No, Schatzsucher. Okay. Blutiger Tod und oder Verständnis. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja. 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 Ja.